geht's los. Ikarus hätte nicht sterben müssen. Nicht Flügel, nein. Technik und Konzentration sind die Basis meiner Schwebemethoden. Die erste Art des Schwebens bedarf einiger körperlicher Beweglichkeit. Dürfte ich Sie bitten, die Arme zu beiden Seiten auszustrecken. Verlagern Sie nun Ihren Körperschwerpunkt nach vorne. Überwinden Sie jetzt die innere Barriere und ziehen Sie das Standbein ebenfalls nach oben. Vertrauen Sie mir, es wird funktionieren. Globale Tests haben ergeben, lediglich 0,2% der Probanden schwebten erst beim zweiten Versuch. Und wirklich, es ist unglaublich. Hier ist das Aufregende, so dicht über dem Boden hin und her zu gleiten wie ein Schniesepeter. Wir haben es bei der Pumpschwebeart mit einer der diffizilsten Schwebmethoden zu tun. Die Pumpschwebeart basiert auf der Luftkontraktion unterhalb der Handflächen. Pumpen Sie mit Ihren Händen kräftig Richtung Boden und erhöhen Sie allmählich die Pumpfrequenz. Lassen Sie jetzt alles Irdische los und steigen Sie wie eine Pillemarie und pumpen, pumpen, pumpen. So kann man es zu ungeahnten Höhenmetern bringen. Hermes aus Thessaloniki. Griechenland jedoch kam in die Stratosphäre, wo diverse Erfrierungen sich nachteilig auf seine Pumpfrequenz auswirkten. Mir ist es, verzeiht mir, nur auf poetische Weise möglich, mich der Königin aller Schwebarten zu nähern. O Levitation, du Segenreiche, sieh, wie sich der Himmel teilt. Du mit deinen Armen, entzwei, durchschneide Luft. Steige schwimmend dem Unendlichen entgegen. Schwebe den Horizont entlang, die Welt vergessend, schwebend. Dieses Poem habe ich zum Weltschwebetag geschrieben und dafür den großen Ikarus in Silber erhalten. Der Gerechtigkeit halber sei nebenbei noch die Pressschwebeart des Guru Ravi Ravishna aus Neu-Delhi, Indien, erwähnt. Hierbei legt man die Hände zu Fäusten geformt in Hüfthöhe an den Körper, hält die Luft an und presst mit aller Geistes- und Muskelkraft. Ungefähr so. Man geht aber besser ins Freie. Nach einem Fehlversuch könnte das Bedürfnis bestehen, das Fenster zu öffnen.
Die Pressschwebeart des Guru Ravi Ravishna. Fäuste in Hüfthöhe und pressen. Ungefähr so. Ganz tief in die Hocke. Bitte so weit Sie können. Dann konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung. Schicken Sie den Atem in alle Körperregionen. Und dann pressen Sie. Und einatmen und pressen. Und ausatmen und pressen.